und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich ein kleines Geschicklichkeitsspiel für euch vorbereitet. Dafür braucht ihr einen Becher, ein Stück Schnur und einen kleinen Ball, zum Beispiel einen Tischtennisball. Wenn ihr so etwas nicht habt, könnt ihr wie ich einfach ein Stück Papier zusammenknüllen, sodass die Form von einer Kugel hat. Das geht genauso gut. Zu Beginn müsst ihr die Schnur am Boden des Bechers mit einem Klebestreifen festkleben. Die andere Seite von der Schnur könnt ihr auch mit einem Klebestreifen am Tischtennisball festmachen oder einfach an die Papierkugel knoten. Nun müsst ihr versuchen, durch eine Schwingbewegung die Kugel oder den kleinen Ball in den Becher zu befördern. Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad so variieren, indem ihr entweder die Schnur ein bisschen verlängert, dann ist es schwieriger, die Kugel in den Becher zu befördern. Oder ihr verkürzt hier die Schnur, dann ist es etwas einfacher, den Ball in den Becher zu bekommen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.